Ahoi Pyrus, willkommen zu einem neuen Video auf Apple Explosion 975 und heute gibt es das seit langem versprochene Video, wie man einen Raketenständer für Silvester baut. Ihr kennt es ja selber, man ist Silvester auf der Straße, hat eine Glasflasche oder eine Plastikflasche, steckt dann eine Rakete ein, auf einmal fällt das Ding um und die Rakete schießt über die Straße. Das wollen wir unbedingt verhindern, denn Sicherheit ist das Wichtigste beim Silvesterzünden und deshalb bauen wir hier heute für euch einen richtig geilen, stabilen Raketenständer, den ihr ganz easy nachbauen könnt. Ich werde euch gleich das ganze Material zeigen. Und Freunde, vielen Dank an die Firma Friedrich Niemann aus Kunzhagen, die das ganze Video unterstützen. Die haben mir hier super tolle Werkzeuge zur Verfügung gestellt. Einmal von Hikoki einen Akkuschrauber und eine Tischkreissäge. Ein Mordsteil. Ich werde euch die Dinger auch gleich nochmal ein bisschen genauer zeigen. Das sind wirklich coole Sachen und coole Tools, um so einen Raketenständer oder auch Bombenkästen zu bauen. Dazu wird es in nächster Zeit auch nochmal ein Video geben. Das hatte ich ja auch seit langer Zeit versprochen. Und jetzt ist das Ganze möglich. Ja, Freunde? Checkt gerne auch mal Instagram aus. Da habe ich ein Bild gepostet, wie Apple, der Baumeister, da quasi am Hantieren ist. Und schaut auch gerne mal bei Friedrich Niemann vorbei. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, die haben alles. Die haben Baumaschinen, die haben Werkzeuge, die haben kleinere Tools. Die haben Schrauben, meine Kopflampe, ja, von LED-Lenser, die ich immer benutze, wenn ich zum Feuerwerken fahre. Die habe ich auch von Friedrich Niemann gekauft, ist bis heute treu geblieben. Also checkt die Jungs gerne mal ab. So, und dann würde ich sagen, Freunde, legen wir jetzt mal los mit dem Bau des Raketenständers. Viel Spaß. So, Freunde, so sieht das ganze Ding aus. Ist ein riesengroßer Karton gewesen und da kam dieses Meisterstück hier raus. Und ich stelle euch das jetzt einmal schnell vor, auch was wir an Materialien hier benötigen, zeige ich euch gleich. Und dann bauen wir das Ganze Step by Step auf, dass ihr das alles schön nachbauen könnt. Ja, das wird ein richtig cooler Ständer, glaube ich. Der ist auch im Moment fest. Viele verschiedene Schrauben. Und dann würde ich sagen, let's go. Fangen wir mal an mit dem Akkuschlagbohrschrauber. So, Freunde, schauen wir uns mal an den Akkuschlagschrauber. Geiles Teil, zwei Akkus dabei, könnt ihr auch sehr, sehr cool auf dem Abbrennplatz benutzen, um zum Beispiel Bombenracks zu verschrauben, Röli-Racks zu verschrauben. Und was ich richtig geil fand als Feature, ihr habt hier einfach einen Bitkasten mit dabei, guckt euch das mal an, mit super vielen Aufsätzen, auch zum Holzbohren, ein paar Bohrer mit dabei, also ich glaube, da ist man auf jeden Fall gut bedient. Und dann kommen wir jetzt zur Tischkreissäge. Da haben wir hier einmal einen Schutzaufsatz. Da könnt ihr dann einfach quasi das Holz nehmen, schiebt das so durch und die Abdeckung geht automatisch mit hoch. Das ist auch ganz cool. Auf jeden Fall gibt es da keine Möglichkeit, sich in den Finger zu schneiden. Dann haben wir hier jetzt noch einen Winkelanschlag. Da kann mein Kollege ja gerne noch mal ein bisschen näher rankommen. Ja. Auch ganz nützlich. Dann ist hier noch eine Tischverlängerung dran. Da könnt ihr noch nach hinten weiter ausbauen. Das ist auch ganz cool. Hier habt ihr noch ein Metermaß quasi und könnt über so ein Drehrädchen den Schlitten einstellen. Und was auch ganz cool ist, das Sägeblatt könnt ihr hier unten an einer Kurbel höher oder tiefer von der Schnitttiefe stellen. Jetzt kurbel ich das Ding mal weiter runter. Aber kannst auch mal ganz rauskurbeln. Also je nachdem, wie dick eben euer Balken, euer Holz ist, könnt ihr das manuell anpassen. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem Bau und vorher zeige ich euch einmal, was ihr denn überhaupt benötigt. Okay, Freunde, hier habt ihr jetzt einmal aufgelistet, was ihr denn alles so benötigt. Wir werden euch das nach und nach vorstellen. Wir fangen an, ja, mit den Schellen. Diese benötigt ihr, um die geschnittenen Alurohre dann am Holz zu befestigen. Dann geht es weiter mit den Scharnieren. Auch ganz wichtig, die sind für die oberen beiden Balken, um diese miteinander zu verbinden. Und wenn man dann den Raketenständer aufklappt quasi, dann geht das Scharnier mit. Ja. Damit dieses ganze Spielchen aus Scharnier und Winkeln aber nicht zu krass auseinander geht, brauchen wir Ketten. Ja, da haben wir im Baumarkt Ketten gecuttet. Da müssen wir nochmal schauen, dass wir die gleich ein bisschen schöner bekommen. Die sind dadurch, dass wir die zusammengewühlt haben, ein bisschen ineinander verkettet. So, jetzt ist es gelöst. Und damit könnt ihr gewährleisten, dass euer Raketenständer nicht zu weit auseinander geht und nicht einen zu krassen Winkel bekommt.
Um diese ganzen Ketten jetzt am Raketenständer noch zu befestigen, haben wir hier quasi, ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt, aber auf jeden Fall eine Möglichkeit, das Ganze am Holz zu befestigen. Da werden wir dann einfach die Kette hier durchführen und dann am Holz befestigen. Ja, dann ist das unmöglich, dass die Kette sich irgendwie lösen kann. Aber schauen wir uns mal von näher an. Okay, und natürlich darf das Holz auch nicht irgendwie auseinandergehen oder sowas. Und deshalb haben wir hier so eine Platten, so eine Metallplatten, die wir dann quasi immer mit zwei Bohrungen pro Holz verbinden. Und das andere Holz kommt dann quasi daran und wird auch zusammengebohrt. Aber wir haben hier auch jede Menge Schrauben, um das Ganze noch stabiler zu machen. Aber das seht ihr dann Step by Step. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an, als allererstes das Holz zu sägen. Viel Spaß! So Leute, wir haben jetzt hier die vier Füße schon mal aus den zwei Meter Balken gemacht. Genau auf 100 cm quasi einen Strich gemacht. Und das werden wir jetzt als allererstes einmal sägen. Standfüße quasi, die dann das ganze Konstrukt überhaupt halten. So Freunde, jetzt kommen für unten zwei 80 cm Balken, die das ganze Konstrukt dann quasi festhalten. Und für das obere Teil, wo die Alu-Rohre festgehalten werden, da werden 120 cm Balken benötigt. Ich werde euch aber die ganze Maße von dem Raketenständer unten in die Videobeschreibung nochmal reinstellen, damit ihr auch das richtige Holz kauft. So, dann let's go! So, dann haben wir zwei 80 cm Balken, die dann quasi für unten sind. Hier sehen Sie einen Löwen in seinem täglichen Terrain. So, let's go! Und damit ihr euch nicht so einsaut wie ich, ja, wir haben zwar einen Staubsauger, den habe ich aber vergessen dran zu machen. Ja, aber jetzt sind wir eigentlich auch schon durch mit den Holzarbeiten. Hier die verschiedenen Hölzer, ich kann es euch nochmal zeigen. Das hier sind die zwei 80 cm Querbalken für unten. Das hier sind die vier 1 Meter Balken. Und das hier sind die 220 cm oberen Balken, wo dann quasi alle 10 cm eine Alu-Hülse rankommt. Vielleicht machen wir auch 12 cm, muss ich mal schauen. So Freunde, jetzt wollen wir mal den unteren Teil mit den Beinchen verbinden. Dazu habe ich mir von unten bis oben 30 cm ausgemessen und setze da quasi die Unterkante vom Querbalken an. Das Ganze werden wir jetzt als allererstes mal miteinander verbinden. Und dann können wir jetzt das andere Beinchen ansetzen. Da habe ich mir auch zwei Punkte markiert. Ich muss nur mal gucken, auf welcher Seite das ist. Hier wieder ansetzen. So. Zack. 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 So, jetzt haben wir quasi unser erstes Teil als Beinchen fertig zusammen. So, jetzt prügeln wir noch zur Sicherheit zwei Schrauben hochkant rein, runter. Wir müssen nur gucken, dass die gerade sind. Die erste Schraube ist versenkt und das Ganze machen wir auf der anderen Seite auch nochmal.
So, beide Schrauben drin. Jetzt ist das Ganze noch stabiler und quer gesichert. Und das machen wir auf der Seite auch nochmal. So, Freunde, weiter geht's. Wir haben jetzt hier auf jeder Seite 14 cm Überstand. Das müsst ihr euch ausmessen, weil dann ist es gerade. So, hier machen wir jetzt das gleiche Spielchen. Die Seite ist schon mal fertig. Dann gehen wir mal rüber auf die andere Seite. So, und wie gesagt, das Ganze müsst ihr dann quasi mit dem anderen Holz auch noch machen, das gleiche Konstrukt. Auch wieder drin. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt kommen oben auch nochmal zwei Schrauben rein, um das Ganze noch fester zu machen. Versenken wir wieder möglichst gerade. Mal schauen, sieht gut aus. So, Freunde, wie ihr seht, der erste Teil des Raketenständers ist fertig. Ist auch sehr stabil. Das Ganze machen wir jetzt das zweite Mal mit dem Gegenstück und dann wird quasi die Hinterseite mit dem Scharnier verbunden und dann könnt ihr das quasi so aufklappen, hinstellen, ja, und dann habt ihr dann da auf jeden Fall lange Zeit Spaß mit. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn der zweite Teil fertig gebaut ist. Okay, Freunde, jetzt seht ihr, wir haben das Gegenstück auch schon fertig, das liegt jetzt hier und wir haben schon mal drei Scharniere hier angelegt. Da müsst ihr auf jeden Fall drauf achten, ich habe jetzt hier ungefähr einen Zentimeter Abstand, dass das auf der anderen Seite genau dasselbe ist. Und dann wollen wir mal beginnen, das erste Scharnier anzubringen. Dafür haben wir hier nochmal andere Schrauben, da müsst ihr gucken, je nachdem wie dick euer Holz ist. Wir haben jetzt hier Universalschraube 3,0 x 20. Ja? So, fangen wir mal an. Erste Schraube geht rein. So, und dann testen wir mal, ob wir das Ganze denn auch klappen können. Und ihr seht, perfekt. Das heißt, wir werden jetzt die anderen Schrauben auch noch fixieren und dann ist quasi die Verheiratung des Raketenständers erledigt. Wir sind dran. Ist quasi schon mal die Vorlage vom Raketenständer fertig. Und jetzt geht's weiter ans Eingemachte, denn jetzt müssen wir natürlich noch die Rohre sägen und die Kette anbringen. So, Freunde, jetzt befestigen wir die schönen Ketten mit unseren Kettenhalterungen. Ich setze einfach hier unten ab. Ich hatte eben gerade schon mal geschaut. Das sah so ganz gut aus. Und nehmen dafür wieder die ganz normalen Schrauben, setzen hier an, hauen die Dinger rein. So. Und so, das ist jetzt auch bombenfest, ihr seht, die Kette kann sich nicht mehr lösen, scheißegal wo sie hin will. Das Ganze machen wir auf der anderen Seite mit der anderen Kette auch. So, und jetzt müssen wir nur noch die Kette quasi auf der anderen Seite verbinden. Dafür drehen wir das Ganze um. Nehmen uns die anderen beiden Kettenhalterungen. Schauen wir eben. Die Seite ist auch fest. Ihr seht, jetzt blockiert die Kette. Und das Ganze machen wir jetzt auch nochmal auf der anderen Seite. Okay, dann haben wir unsere Kette quasi jetzt dran. Wie ihr seht,
Das ist der maximale Winkel, den euer Raketenständer kann. Das ist schon, ich würde sagen, das sind knackige 25 Grad, die ihr dann eure Raketen quasi von euch wegschießen könnt. So soll es sein, so ist es cool. Und jetzt geht es daran, die Halterung heranzubringen. So Freunde, wir haben jetzt unsere Stellen markiert. Die sind alle 20 cm lang und diese müssen wir jetzt natürlich mit einer Metallsäge voneinander trennen. Das wird einige Zeit dauern. Ich merke es jetzt. Die müssen wir jetzt voneinander trennen. Das wird einige Zeit dauern. Ich merke das jetzt schon. Worauf habe ich mich hier eigentlich eingelassen? Nummer 1 ist geschafft. Verdammte Scheiße, Alter. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns, wenn wir gleich fertig sind. Das dauert sonst so lange. So, Freunde, jetzt sind wir so weit, dass wir die Alu-Stücke alle geschnitten haben. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, für 10 Raketen. Und die werden jetzt hier drauf montiert mit diesen Schellen. Das werden wir euch jetzt gleich mal zeigen. Und zwar legen wir hier dann einfach eine hin. Das messen wir gleich noch ein bisschen. Und dann kommt die Schelle quasi hier rum. Wird festgeschraubt und dann ist das Alurohr auch soweit fest. Und das machen wir jetzt einmal über diesen ganzen Holzbalken verteilt. Und dann seht ihr gleich das Endresultat. Bis gleich. So Freunde, die Rohre sind an den Schellen angebracht. Jetzt werde ich noch mit der zweiten Schraube die Schelle auch wirklich fixieren, damit das alles bombenfest ist. Aber das sieht doch schon mal nach einem Raketenständer aus. So Freunde, Raketenständer sieht doch schon mal gut aus. Und dann würde ich sagen, bekommt ihr jetzt noch mal einen kleinen Raketenständer-Porn. So Freunde, ihr seht das Fazit, ein super toller Raketenständer, produziert aus Produkten, Werkzeugen von Friedrich Niemann. Wie gesagt, schaut nochmal gerne in die Videobeschreibung. Da gibt es unglaublich viel an Equipment, auch ne, Werkzeuge gerade für den Abbrennplatz. Könnt ihr gerne abchecken, ich werde auf jeden Fall auch nochmal einiges bestellen. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, es hat mir super viel Spaß gemacht. Es wird auf jeden Fall auch nochmal ein Video kommen, wo wir dann gemeinsam einen Bombenkasten bauen. Da werden wir auf jeden Fall auch die Tischkreissäge gebrauchen und den Bohrer. Und ja, dann würde ich sagen, Freunde, baut es nach, ist cool für Silvester. Ihr habt hier 10 Raketen, ihr könnt es natürlich auch noch ein bisschen enger machen oder ein bisschen breiter. Dann könnt ihr 15 Raketen starten, das ist euch überlassen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, das ist für mich so das Idealste. 10 Raketen, mehr brauchst du eh nicht auf Massenzündung machen. Und damit werden auf jeden Fall einige schöne Videos kommen, unter anderem der Mixit Rocket Launcher. Vielleicht schaffe ich es noch dieses Jahr, die letzten 5 Teile abzudrehen. Aber ich denke mal, das sieht ganz gut aus und dann werdet ihr den Raketenständer auch im Einsatz sehen. Also Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.